Das sind sie. Die beiden und jetzt Differenz wie? 1,5 Sekunden. Um 1,2 Sekunden gerade wieder in der letzten Runde die Zeit des Uwe Alzen angestiegen. Es gibt eine schwarze Flagge für die Startnummer 16 für Heinrich Szymanczyk. Den hatte man mittlerweile wieder ausgegraben. Der kam auch einmal hier bei uns bei Start und Ziel vorbeigeschossen. Aber jetzt hat man ihm das schwarze Tuch gezeigt, weshalb auch immer. Du, es wird gleich einen neuen Föhnen geben. Ich glaube es auch. Definitiv. Der Uwe hat ein Problem. Der fährt einfach, ja, definitiv 1,2 Sekunden zu langsam. Und wer ebenfalls sehr schnell noch unterwegs ist, das ist Tarquini. Der fährt auch noch 1,39er Zeiten. Und alle anderen, Ellery, Bartels, Meyer, Nissen und wie sie alle heißen, fahren auch die 1,40er Zeiten. Also ungefähr die Fahrzeiten, die auch von Uwe Alzen gefahren werden. Aber ab mit einer sensationellen Schlussphase. Boah, schau mal an, wie der rankommt, ja, beim Anbremsen. Jetzt hat er auch den Traktionsvorteil beim Beschleunigen. Ich glaube, da braucht der Christian gar nicht nervös werden. Den legt er sich gleich zurecht in irgendeiner Ecke, wo es passt. Ohne Harakiri, ohne alles. Beide übrigens auch sicherlich vom Schlagefahrer, die mit den jetzigen Bedingungen, also sprich Dunkelheit und Scheinwerfer, leuchten mich von hinten an über den Innenspiegel überhaupt kein Problem haben. Beide sehr 24 Stunden erfahren. Das sind ja auch Dinge, die unter Umständen eine neue Erfahrung sind für einen Fahrer, der sowas noch nicht hatte. Und ab, weit nach außen rausgekommen, klappt es trotzdem? Nein. Nein, da wollte er es offensichtlich in dieser Kurve mit Gewalt versuchen. Rutscht ein bisschen weit nach außen über den Körb und muss sich noch einmal vertagen. Letzte Runde, Finale Furioso hier in Misano. Na, jetzt geht's aber ab. Doch. Ja. Wer macht jetzt was wie? Und ich bin überzeugt davon, der jetzt, Uwe Alzen wird jetzt kämpfen. Hat er eine riesige Chance, pass auf. Achtung, die Rechtskurve, mehr Grip, anbremsen und vorbei. Erledigt. Kompliment für perfekte Prognose. Allerdings auch ohne irgendeine Gegenwehr von Uwe Alzen. Wahrscheinlich wissen das. Er hat stumpfe Waffen. Der wusste genau, wenn ich jetzt kämpfe, dann knallt's. Der Christian hat noch genügend Kurven, wo er angreifen kann. Oh. Ich muss sagen, also irgendwo toll, weil es einfach Spaß macht. Es ist eine tolle Meisterschaft und jetzt wird es wieder unheimlich spannend. Nochmal erst der Fehler von Christian Abt. Dann aber plötzlich das Besinnen und die Aktion, die Sie eben vorhin gesehen haben, in der Kurve, wie von Kollege Menzel prognostiziert, perfekt vorbeigefahren. Richtig gut, ne? Richtig schön und richtig tolle Schlussphase. Bitte nochmal, wir sind in der allerletzten Runde. Szymanczyk fährt übrigens immer noch, trotz schwarzer Flagge, und zwar sinnigerweise vor Christian. Ja, der soll schön Platz machen. Macht er auch, sehr gut. Ja. Gut. Hatte übrigens diese schwarze Flagge wegen unsportlicher Fahrweise bekommen. Ist unseren Kameras leider entgangen. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt auf ein paar Fahrer weiter vorne konzentriert. Hat aber da alle Sportlichkeit bewiesen und die beiden Führenden perfekt vorbeigelassen. So, wo sind wir jetzt? Kurz vor Start und Ziel, ja, ne? Das ist die letzte Ecke. Da das sind die letzten Meter. Unglaublich. Ja. Hätte ja nicht mitgerechnet. Stark. Christian Abt oder die Äbte gewinnen in Misano erneut ein Rennen zur deutschen Supertourenwagenmeisterschaft. Und wir reden damit über eine Veranstaltung, die sie ähnlich gut absolvieren wie auf dem Sachsenring und in Zweibrücken.